eine schöne Kombination. Ihr kennt die beiden Sachen schon, dann haben sie halt nur verknüpft. Ihr geht in die Kniebeuge, denkt dran, wie immer, ordentliche Kniebeuge, Fersenlänge auf den Boden. Dann lasst ihr euch nach vorne kippen und krabbelt nach vorne. Für die Super Cracks, die können dann gerne noch einen Liegestütz einbauen, ansonsten einfach nur nach vorne krabbeln und dann, ihr macht das im Flur zu Hause bzw. in eurer längsten Strecke, dann macht der Schubkarren. So weit, bis es nicht mehr geht und wieder zurück zum Ausgangspunkt. So gucken, ich merke, ja, dass es alles bremst. Und dann krabbelt er nach hinten, achtet hier drauf, dass der Po unten bleibt, ja nicht hoch, sondern unten. Krabbelt wieder zurück auf die Fersen und die Kniebeuge wieder aufwärts. Dann machen quasi die Anfänger so maximal 60 Sekunden Pause, vielleicht ein bisschen länger. Für die Cracks reichen 30. Dann macht er das wieder. Wieder schön runter die Kniebeuge, nach vorne. Wie gesagt, wer will den Liegestützen, ansonsten loskrabbeln. Wieder bis zum Ende des Flurs und zurück. Wieder hoch und dann zweimal das Ganze. Okay, habt quasi zwei Kniebeugen mit nach vorne krabbeln und zweimal vor und zurück durch den Flur gemacht. Dann wieder Häuschen, 60 bzw. 30 Sekunden. Und die nächste Abfolge dann dreimal. Und so steigert euch rein. Ich denke mal, das wird tricky für die meisten. Aber wenn ihr euch ein bisschen anstrengt, so 10 Mal, kriegen wir hin. Sport frei, bis gleich, ciao.